Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und er versucht mit den Donnerschlägen des Zeus auf meine Garnisonsarmee draufzuschlagen. Ja. Ich glaube nicht, dass er schafft. Mal schauen. Ich glaube echt nicht, dass er schafft. Also, dass da, ja, sind halt seine, quasi seine Besten. Die Besten der Besten der Besten, so. Und so wie ich ihn kenne, wird er die ziemlich verschwenden. Und zwar hier. Oder? Hopliten, Hopliten, Pikiniere, Hopliten. Pikiniere. Okay, er verschwendet sie doch nicht. Okay, alles klar. Ist schlecht für mich, ist gut für ihn. Ich stelle die beiden mal hier auf. So, Hopliten, Pikiniere, ich habe nur hier, das sind meine einzigen Pikiniere, die stelle ich hier auf. Die beiden Hopliten stelle ich, ah, das ist jetzt die Frage, Pikiniere, die Pikiniere werden wahrscheinlich hier hingehen, die da dahin, die da dahin, die dahin. Die Spartaner gehen hier hin. So. Ich tue die hier hin, aus dem Grund, weil ich will versuchen, die, wenn die eben zu nah sind, hier hinzustellen und dann auf die Pikiniere hinzuschießen. Und die kommen dann von, also den ganzen Weg nach da und versuchen eben hier dann die Hopliten anzugreifen. So. Das können wir ein bisschen vorspulen. So. Okay, Hopliten hier, Pikiniere da. Okay. Und die da ganz drüben. Okay. Ich gehe mal mit denen jetzt weg. So. Jugendlicher! Hey! Eure Befehle? Ich gehe mal jetzt da hoch, weil ich will. Ja, nee, nee. Nee. Der kann sich ja eh hier unten nicht formieren, deswegen ist die. Der muss aber hier den General helfen. Jugendlicher! Befehle verstanden! Die da passen soweit. Abgesehen von denen, ich weiß nicht, was die da machen. Naja. Okay, das sind weitere Pikiniere. General! Unser General wird angegriffen! Periökische Hopliten!
dran. Jugendliche! Verstanden! Ja, die Jugend! Die ist da halt jetzt volles Rohr offen, ne? Okay, die da sind zuversichtlich noch. Okay, hier kommen jetzt nochmal Pikiniere hoch. Die da werden dann anstrengend. So, das war abzusehen, dass die... Hier kommen halt nochmal Pikiniere. Mhm. Die gehen auf die los. Die gehen nicht auf die los, sondern auf die. Oder die gehen auch nochmal auf die los, weil die brauchen ein bisschen Unterstützung. Okay, die wollen jetzt... wie langweilig sind die denn? Die nehmen jetzt die das Lager ein. Das ist ja langweilig. Gut, dann versuche ich mal hier den Weg abzuschneiden. Ja, was mache ich mit denen? Was mache ich mit denen? Sag mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch hier? Das läuft gerade gar nicht. Die Männer wanken. Fatalische Piken! Schnelles Marschieren! Wie ihr erwartet eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Kommandant. Greift Ihre Position an. Verstanden. Durchbrecht die Linien. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und die haben verloren. Die verlieren auch. Oh Mann. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der wurde halt jetzt gesandwiched. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und jetzt verliere ich die schon wieder, oder was?
Oh, Pella, du machst mich echt fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Oh, oh. Die haben die Tore vernichtet. Ja, okay. Gut. das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Tore anfangen zu burnen. Oh, Mann. Ja, normalerweise sind die nicht so schlau und greifen komplett verstreut an. Ach, na gut, dann nehme ich sie halt mit der wieder ein. Meine Güte. Ah, diese Makedonier hier. Es liegt uns fern, zu bedrängen oder einzuschüchtern. Doch solltet ihr euch eurer Position... Mhm. Ja, ich weiß, meine Position ist nicht stabil. Ach... Jünger von Athene. Ja, okay, das macht ja ein großes Feuer. Warte. Hallo. Geht's noch? Ach. Das ist ja schon. Warte, da kommt jetzt ein neuer General von denen rein. Korruption hier, das ist doch schön. Erwarte eure Befehle. Ich will stündliche Wachgänge. So. Reparieren, das kostet halt so viel. Eieiei. Das kostet so viel. Er bekommt halt noch was. Ja, 54 ist er jetzt schon. Das ist halt... Uiuiui. Achso, unsere Schatzkammer ist leer. Hä? Was macht denn der jetzt? Ah, der flieht ja. Schon wieder. Ja. Seufz. Ich erwarte weitere Befehle. Der flieht schon wieder. So. Bankrott. So wird Erwachsenenagent erholt. Solche. Schon wieder in Athen. Was macht denn Athen? Das ist gut, dann bekommen wir die noch. Niemand wird warum? Zu euren Diensten. Das ist unmöglich. Warum kommt der nicht zur Hilfe? Die Siedlung wird belagert. Wir hungern nach einer Schlacht. Wieso ist der nicht dabei und wieso hat er nur noch 17? Hä? Wieso hat er nur... Oh, ich weiß warum. Boah, das ist gemein. Ich habe hier da oben 3 neue Pikiniere mit Rang 9 rekrutiert. Und er hat alle Sachen zerschrottet durch seinen Agenten. Deswegen hat er nur noch 17. Super. Aber warum? Jetzt hat. Hä, das war ja echt merkwürdig. Das war super merkwürdig.
So, ich hätte es zwar plündern können, aber das wollte ich gerade nicht. Alter! Was macht ihr denn? Boah, ich hätte es einfach nur plündern müssen. Oh Mann. Normalerweise schaue ich immer drauf, was, also wenn man zum Beispiel diese Stadt jetzt angreift und dann hier auf das Auge hält, also mit der Maustaste, dann sieht man, was der hat. Normalerweise mache ich das, aber weil das kostet enorm viel. Das ist Yay, ja. Cool. Ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist jetzt echt ärgerlich. Forschungsrate brauchen wir am Anfang ziemlich. Nahrung. Uiuiuiui. Das ist jetzt. So, dann schauen wir mal kurz. Ich kann halt nirgendwo Handel treiben. Das ist halt das Blöde. Also hier. Also. Ich habe ja gesagt, Sparta ist ein bisschen mehr für Anfänger jetzt gemacht. Deswegen erkläre ich das nochmal. Aber in meinem Tutorial wird es nochmal besser erklärt. Oder ja. Genau. Also. Hier seht ihr ja die Symbole. Und dieses Symbol ist Handel. Dieses ist quasi das, also das Face ist, wie gerne die einen mögen. Und dann hier kommt nochmal militärischer Verbündeter oder defensiver oder was auch immer. Und dann kann man eben hier die anklicken. Zum Beispiel Ägypten jetzt, die mögen uns. Aber da wir keinen Hafen haben, also keinen mit einer Handelsroute, können wir mit den Ägyptern keinen Handel treiben. Mit Athen ist es ja kein Problem, weil wir mit einer Straße verbunden sind. Genau. Und dann können wir zum Beispiel hier diplomatische Dinge machen. Dann können wir zu einer Einigung gelangen. Ist ja gut. Da können wir zum Beispiel hier ihnen was schenken oder ihnen bitten, uns was zu geben. Dann Handelsabkommen brechen mit. Dann wollen wir, dass er mit irgendjemand Handel bricht. Und der ist jetzt defensiver Bündnispartner von Pergamon zum Beispiel. Militärer Zugang ist, wenn man mit der Armee durch sein Gebiet, also das gegnerische oder also das Gebiet von Athen durchmarschieren darf ohne Konsequenzen. Also normalerweise gibt es dann diplomatische Mali, wenn man einfach so durchmarschiert, dann Handel brechen, militärisches Bündnis, Krieg erklären, nicht Angriffspakt beenden, Schutzbündnis, Klientelkönigtum ernennen. Also, ja, an sich wird das hier alles noch erklärt. Also, das wird alles sehr gut erklärt bei Rome Total War. Und dementsprechend passt es. Gut. Ja. Kann ich euch behilflich sein? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Teilnesis? Gut, die haben noch. Das ist echt ärgerlich, dass ich ja nicht nachgeschaut habe, was in Pella steht. So, genau, jetzt können wir zum Beispiel hier die Speerkämpfer noch verbessern. Oder wir schauen mal hier Nahkampfabwehr für alle Infanterie mit Speeren. Das ist gut. Kavallerie wollen wir nicht.
Genau, Hinterhalt. Barrikaden, Barbaren. Ne, wir machen Verteidigung für die Sperrkämpfer. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß. Nächste Runde werden wir Larissa plündern. Oder Athen. Je nachdem. Athen ist, glaube ich, gerade frei. Bankrott, ja, ich weiß. Rang erhöht. So. Hier. Ah, stimmt. Ja, ich bin bankrott. Gut, jetzt können wir mal schauen. Besorgte Bevölkerung. Also, wenn man bankrott ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wieder ins Plus zu kommen. Und zwar, die erste Möglichkeit wäre, man jetzt zum Beispiel hier stellt man die Armee raus und plündert. Das heißt, die Armee kostet nichts mehr. Das heißt, die Armee bekommt wieder mehr Geld. Und das wiederum heißt, dass die öffentliche Ordnung in diesem Gebiet ziemlich stark sinkt. Das hat zum... Dadurch, wenn die öffentliche Ordnung bei minus 100 ist, entsteht eine Sklavenarmee. Also quasi, dann rebellieren die Sklaven, machen eine eigene Armee und gehen hier raus. Und am Anfang sind die noch relativ wenige, also so 4-5 Einheiten. Sind in der Regel Silber 1 oder 3, 2. Ja. Und dann kann man, je nachdem wie lange die Armee draußen bleibt oder bestehen bleibt, desto stärker wird sie. Also da muss man dann echt aufpassen. So. Gut. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ja, und nächste Runde greife ich Athen an. Genau. Hier minus Unterhaltskosten. Und jetzt schaut mal hier unten auf meine Einkommen. Hat sich ja wieder um die Hälfte halbiert. Das ist, beziehungsweise, also, ich bekomme jetzt wieder doppelt so viel, sag ich mal. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, weil, also wir bekommen keinen Zulauf, weil wir sind bankrott. Genau. So, nächste Runde werden wir mit den beiden anfangen zu zu plündern. Und dann bekommen wir ein bisschen Kohle wieder rein. Plündern. Plündern. Okay, alles klar. Der ist Level auf. Ne, der ist Level auf, das ist gut. Der ist 57. Warte mal. Das Problem ist, jetzt kommt seine zweite Armee. Also. Vor allem die. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, die ist noch nicht im Hoheitsgebiet von denen. Ich
glaube, ich greife die jetzt schon an. Weil nächste Runde wird seine Fullstack-Armee da sein. Krieg erklären. Nein. Warte mal. Nein. Scheiße. Ich erwarte eure Befehle. Verdammt. Nehmt, was ihr tragen könnt. Nein. Normalerweise, also manchmal haben die Armee so einen kleinen Bug. Einen sehr ärgerlichen Bug. Dass, wenn ich hier jetzt, zum Beispiel hier seht ihr die Punkte, die noch übrig bleiben. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, Befestigung geht, das kostet 50%. So. Jetzt haben wir die natürlich, also jetzt können sie nicht mehr gehen. Wenn man jetzt wieder auf keine drückt, dann sind die Alten wieder da. Und manchmal checkt er das nicht. Aber jetzt das Plündern kostet auch 50% der Reichweite. Und wenn ich jetzt wieder... Warte. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder keine mache, dann sollte er eigentlich wieder 50% zurückbekommen. Aber das tut er nicht. Naja. Gut, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Nächste Runde werden wir mal schauen. Also, ja. Dass ich jetzt Athen, die Stadt Athen, einnehmen konnte. Also, mit denen kann ich es nicht, weil da ist die... ich könnte es. Ich könnte es nicht halten gegen die. Und deswegen wollte ich, dass die 300 zuerst angreifen, weil die sind noch, haben noch mehr. Und vor allen Dingen zuerst die angreifen und die als Verstärkung. Und dann eben mit den ganzen Hopliten hätte ich das locker geschafft. Aber jetzt, kommt er nächste Runde rein. Und dann habe ich ein Problem, weil... Das mit der zusammen kann ich jetzt noch nicht erobern. Gut, schauen wir nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Bye, bye.